Hier kommt selten ein Journalist hin. In die ärmlichen Dörfer, weit weg von der Scheinwelt Pjöngjangs. Die DEZA ist eine der wenigen Hilfsorganisationen, die hier Zugang hat. Sie hat hier 1200 Haushalte ans Trinkwasser angeschlossen. 4000 Personen profitieren davon. Vorher war es die Arbeit der Frauen, das Wasser vom Brunnen nach Hause zu tragen. Jetzt ist alles einfacher und die Wasserqualität ist wirklich gut. Trinkwasserversorgung gehört zu einem Grenzbereich der humanitären Hilfe. Solche Projekte sind eher neu für die DEZA in Nordkorea. Für den Leiter des Büros sind sie in diesem Land aber dringend nötig. Ja, im Sinne von Recht auf sauberes Wasser, absolut, ja. Es ist ein Beispiel für Orte, wo eben jahrelang ja, Situationen sind, die einen humanitären Einsatz notwendig machen. Wir fahren weiter in die Hügel. Hier geht es um Ernährungssicherheit. Die DEZA hilft den Bauern, diese Steilhänge nachhaltiger und produktiver zu nutzen. Was die Bauern hier anbauen, müssen sie nicht dem Staat abgeben, wie im Flachland. Immer mehr blüht dadurch in solchen Dörfern ein lokaler Handel. Es gibt lokale Märkte. Wir dürfen nicht so offiziell darüber sprechen, aber man sieht sie, es gibt sie. Es wird auch immer von Tauschhandel gesprochen. De facto ist es ein Markt. Und tatsächlich, auf der Rückreise fahren wir an einem Markt vorbei. Anhalten dürfen wir aber nicht. Trotz erster Anzeichen einer aufkeimenden Marktwirtschaft bleibt die Situation in Nordkorea prekär. Schon eine kleine Dürre könnte eine Hungersnot verursachen.